Ja, Far Cry Primal Folge 15, willkommen zurück. Wir haben uns ausgeruht in unserer Höhle. Und ja, mittlerweile sind schon wieder ein paar Tage vergangen. Ich habe wieder eine Aufnahmepause gehabt und ich weiß gar nicht, was hatten wir denn eigentlich vorgehabt. Ich schau mal schnell auf die Karte. Und ach guck mal, wir haben sogar einen Fähigkeitspunkt, den wir vergeben können. Ja gut, Minikarte brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, wir könnten zum Beispiel Leoparden, Jaguare, seltene schwarze Jaguare, Höhlenlöwen und seltene schwarze Löwen zähmen. Das machen wir mal. Ich weiß gar nicht, wollten wir eine Mission weitermachen oder wollten wir... Genau, wir hatten ja beim letzten Mal, glaube ich, auch das Dorf. Und guck mal, ach genau, wir sollen ja die... Stimmt, die Venya befreien. Unerforscht. Schwierigkeitsgrad Mittel. Ich würde sagen, wir machen das mal. Wir versuchen mal die Jägerin hier, die Yama. Versuchen wir mal Nahrung und Gesundheit. Du hast das Geschwindigkeitsbooster-Rezept freigeschaltet. Drücke das digitale Start-Touchpad nach links, um das Nahrungsmenü zu öffnen und es dir anzusehen. Sammle Fleisch und Pflanzen, um Nahrungsrezepte herzustellen. Hilf Sailor weiter, um neue Rezepte freizuschalten, die sich sowohl heilen, als auch mit temporären Fähigkeiten-Boostern versorgen. Aha. Interessant. Huch, Moment, warte. Was haben wir denn hier? Ah, Heilung. Zwei Gesundheitsbalken verringert den Schaden durch Feuer um 30%. Krass, das ist ja geil. Da brauchen wir aber dann Südpurblatt. Schwimmen kannst du länger den Atem anhalten. Ist auch schick. Finde ich auch sehr nice. Erschwert es Tiere, dich zu entdecken. Das ist auch geil. Aber ich werde das hier mal nehmen. Aber das sind nur kleine Boosts, ne? Wisst ihr was? Ich lasse das einfach mal erstmal so. Und jetzt werden wir zum Wegpunkt gehen. Der Wegpunkt ist, den man ja wieder so toll sieht, den ich jetzt gerade... Da ist er, glaube ich. Den man ja wieder so sehr toll sieht. Weiß auf weiß ist immer... Weiß auf weiß ist immer so interessant. Habe ich ja schon in etlichen Folgen gesagt. So. Lalalala. Da oben ist auch was zum Her. Achso, das ist die von Tensei. Die Hütte, die wir ausbauen können. So. Ja. Bin auch echt am Überlegen, ob ich mir... Ach, guck mal, da hinten kommt Timmy. 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 Komm, mein Kleiner. Komm, Timmy. Komm. Ja, du bist ja... Ja, du bist ja... Brüll doch nicht so. Hat doch keiner was getan. Was wollte ich sagen? Ja, ich bin wahrscheinlich am Überlegen, ob ich mir demnächst mal Fallout zulegen werde. Fallout 4. Aber ich werde davon definitiv kein... Also, da seid mir nicht böse, kein Let's Play machen. Da dieses Spiel sehr zeitaufwendig wird. Das weiß ich jetzt schon. Und, ja, ich werde das wahrscheinlich im Stream spielen. Wahrscheinlich wieder so ein Stream-Projekt. Und wenn ich dann streame, werde ich wahrscheinlich dann die Folgen... Dann werde ich dort wahrscheinlich ein Live-Let's Play machen, raus. Ja, so... Vielleicht so Highlights oder sowas. Oder, ja, ich muss mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie. Auf jeden Fall werde ich es mir zulegen. Ich habe da irgendwie richtig Bock drauf, das Spiel zu spielen. Aber es wird, wie gesagt, sehr, sehr zeitaufwendig. Und ich glaube, das ist auch so... Hast du jetzt gepupst? Ich glaube, unser Timmy hat gepupst. Ich bin mir nicht sicher, hat sich zumindest danach angehört. Was wollte ich... Was? Was wollte ich ihm gesagt haben? Ich, Achso, wegen Fallout. Genau, Fallout werde ich mir... Uah, aua! Alter! Alter! Du Schwein! Survival! Boah, krass. Wie Timmy ihn niedergestreckt hat, ist ja unfassbar.
Wildschwein. Boah, so ein leckeres Wildschwein. Mmh. Oh, ja, lecker. Wo ist denn jetzt unser allseits beliebter Wegpunkt, den ich mal wieder nicht sehe? Da ist er. Oh mein Gott. Liebes Ubisoft-Team, falls ihr gerade mal zuseht oder so, ja, bitte den Wegpunkt farblich anders setzen. Weil weiß so auf weiß ist so, ja, nicht sehr förderlich. Naja, und vor allen Dingen für Leute, die ohne Karte spielen, wie ich es tue. So, ich nehme wieder ein bisschen Alderholz mit und alles und, ja, Tasche ist wieder voll. Survival! Aua! Oh, was? Was war das denn? Nein, ich wollte doch nicht auf die... Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Timmy. Tut mir leid. Nein, ich will mich heilen. Erstmal was essen. Sehr schön. Okay, er hat erstmal auf den Wildschwein gepinkelt, unser kleiner Timmy. Ich kann den doch auch heilen, ne? Wie war denn das hier? Hallo? Oder hier. Tushi. Dass man hier aber auch zwischendurch so viele Sachen... Ah, hier ist das andere Wildschwein, was er erlegt hatte. Boah, wir müssen echt aufpassen, dass wir mal so schnell wie möglich zusehen, immer zu den Wegpunkten zu kommen, weil sonst wären wir immer zwischendurch hier aufgehalten und das ist, glaube ich, ja, nicht so der... Ja, was heißt nicht der Trend, aber ich sag mal, ja, man verliert hier sonst zu viel, glaube ich, Zeit. Ich zieh voll das Let's Play in der Länge. Ja, und... Ja, das passt mir nicht. Das passt mir überhaupt nicht. Da musst du woanders gucken. Will ich aber nicht. Ja, selber schuld. So. So, warte mal. Wir wollten... Ist das hier schon? Was ist das denn? Oha, Bienenstock. Okay. Da gehe ich, glaube ich, mal lieber nicht dran. Der Wegpunkt zeigt... Wo ist er denn jetzt? Da unten hin. Genau, Bestie Befehle geben. Das können wir ja auch noch machen. Gerade, ich will am liebsten irgendwie hier langen, aber es ist, ja, das wird bestimmt sehr, sehr interessant, zum Wegpunkt vor allen Dingen zu kommen, wenn ich ihn jetzt mal wieder sehen würde. Ich habe ja noch gerade, da ist er. Muss er wahrscheinlich hier rumlaufen. Was haben wir hier? Hier können wir was, können wir wieder was anzünden. Ob die Dinger auch noch was zu bedeuten haben, frage ich mich. Weil da ist auch schon wieder so ein Teil. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir gleich nach unten müssen. Ich gehe durch das Portal. Oder vielleicht kann man hier auch Dörfer aufbauen. Das kann natürlich auch sein. Okay, das dürfte... Geh da runter, habe ich dir gesagt. So. Ah, hier. Schon gedacht, ich komme nach. Ach, guck mal, Timmy steht schon unten. Wer weiß, wie der da hingekommen ist. Auf einmal steht er da. Ich. Hier kommen wir auch nach unten. Ich höre andere Einwohner. Bin mir gar nicht so sicher, welcher. Wo die gerade sind, vor allen Dingen. Ah, und da brauchen wir wieder den Enterhaken. Mist. Ich versuche mal hier runter zu kommen. Warte. Ja. Juppie. Da brauchen wir wieder den Enterhaken. Obwohl, da hinten, ja, da liegt noch ein bisschen Schiefer. Das nehmen wir noch mit. Ressourcen sammeln wichtig bei Far Cry Primal. Wisst ihr ja. So, und jetzt frage ich mich, kommen wir hier ungeschoren runter, ohne dass wir uns, verletzen? Ich versuche mal außenrum. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Kann das sein? Ich probiere das mal. Oh, ob das so eine gute Idee war. Ja, doch, war es. Bisschen abgrabbeln die Cosma. Cosma Shiva. Oh, ciao. Oh, was? Da oben sind. Oh. Boah, für einen Schritt, der auch nach vorne macht, ne? So ein Ausfallschritt. Guck mal, da sind Gegner. Die haben uns noch nicht gesehen. Gegen wen kämpfen die denn da? Ach, gegen Wildschweine, okay. Ich versuche die mal ganz gewieft. Bestienkill? Oh nein, die töten gerade Timmy.
Survival! Und hier ist noch ein Bär. Hier ist noch. Oh, oh. Hier ist noch ein Bär gewesen. Das gefällt mir gar nicht. Wir müssen Timmy retten, ganz schnell. Ciao. Lalalalalalalala. Ich muss weg hier. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Hilf mir doch mal. Alter. Timmy, alles gut? Okay. Ich glaube, ich werde die abluten. Aber hier war noch... Da ist noch jemand da oben. Aber da ist noch der Bär. Ich loote die mal eben schnell ab auf die Schnelle, wenn ich schon einmal dabei bin. Und dann haue ich wieder ab. Ciao. So. Ja. Ist ja gut, ist ja gut. Ciao. Du triffst uns nicht. Ich esse noch mal eben schnell was. Okay. So, wo ist denn hier... Oh, hier ist eine Schlange. Oh, oh. Ich höre eine Schlange. Oh, oh. Da oben ist ein Wolf. Warte mal eben. Ich probiere mal was. Wie werfe ich den denn nochmal? Nein, wie kann ich ihn zurückrufen? Warte mal. Wegschicken. Wie kann ich ihn nochmal... Kann ich nicht irgendwie... Ganz ruhig. Jawoll. Ja, du bist ein ganz... Oh, ist der süß. Ich nenne ihn Gizmo. Hey, Gizmo. So, wie schaut er aus? Was kann der denn alles? Wir schauen mal. Nee, warte mal. Hier war das, ne? Wir haben jetzt den Höhlenlöwen. Ah, cool. Der hat Stärke, Tempo und Schleichen. Hat der alles auf 3 Punkte? Das ist sehr geil. Cool. Der könnte uns echt nützlich sein. Komm mal mit. Boah, wie geil. Wie cool ist das denn? Und wir gehen richtig zum Wegpunkt, so wie das aussieht. Aber ich gehe erstmal, glaube ich, gehe erstmal hier unten lang. Boah, wie geil ist das denn? Voll cool. Das Spiel macht so viel Spaß. Das ist unfassbar. Und wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen auch... Sind das Gegner? Nee, das sind Wenya-Mitglieder. Ich nehme euch mal den Cosma Shiva hier weg, ne? Leute. Okay, ich will gar nicht wissen, was die hier tun. Der gehört zu mir. Der gehört zu mir, Leute. Der gehört definitiv zu mir. Da braucht er... Huch. Da braucht er gar nicht angreifen. Ein bisschen Alderholz mit. Tasche für diesen Gegenstand ist bereits voll. Was? Können wir denn irgendwas herstellen, weil ich mal die ganze Zeit hier mal alles so voll habe? Ubisoft Club. Ja, ich möchte keinem Club beitreten. Das ist ja die Bienen. Die Stachelbomben können wir auch mal wieder ausprobieren. Und wir brauchen Jackfell, um die Eingeweidetasche zu vergrößern. Definitiv. Okay. Aber Eingeweidetasche, ist das auch gleichzeitig die Beutetasche? Köder? Nee. Weil hier ist die Beutetasche und da können wir maximal 20, 16 und so mitnehmen. Okay. Ja gut, schauen wir mal. Hallo, Leute. Ja. So, was ist da unten? Da unten ist schon wieder Action, glaube ich. Wie man sich hier wieder ablenken kann, lassen kann. Finde ich sehr interessant. Ich schütze die Wenya. Vor dem Raubtier. Wo ist denn das Raub? Wieso, das sind doch Gegner. Survival! So, wo ist, wo sind die Wände?
Sind die oben? Okay. Das waren ja ganz großartige Bestien, wie ich finde. Ich loote mal. Tasche bereits voll. Ja. Schauen wir mal eben hier. Können wir nochmal einen Bienenstock herstellen? An den brauchen wir. Ach, Bienenschwarm. Ah, deswegen könnten wir dann wahrscheinlich auch, deswegen können wir dann wahrscheinlich auch, den Bienenstock da. Da habe ich doch gerade einen Gegner gesehen. Wo war das? Da hinten. Greif ihn an! Oh, okay. Aua, der... Was? Alter. Der hat irgendwie eine... Aua. Der hat irgendwie eine Rauchbombe oder so, oder eine Feuerbombe geworfen. Alter Schwede. Wo ist der? Der hier... Hier steht der. Aha, die Takedowns funktionieren also doch. Naja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Höhle von Hajari. Ort entdeckt. Interessant. Ich höre schon wieder eine Schlange. Ui. Papa! Dawinja. Anka Schlauter Magisch bei die Mama vorbei. Du hast das Schwalim, Harsar Kamas, Schittaugata. Du hast das Schwalim, Sam Harsi, Hars Hafchu Weidam, Quati Salka Daicham. Magisch wasch da Mama bei die. Wo Quati Salka? Aish has why that da. Du shiguash. Okay. Die sind ja nicht sehr auf der Jagd. Die sind ja nicht sehr erfreut, dass wir hier sind. Kann ich den Pfeil mitnehmen? Nö. Na du? Ja. Spüre den Bären auf. Okay. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt den Bären suchen, damit wir ihr Vertrauen gewinnen, denke ich mir mal. Boah, wir müssen jetzt den Bären jagen, alter Schwede. Ich glaube, den Bären jagen mit Pfeil und Bogen ist, glaube ich, viel effektiver, als mit der Keule einfach drauf zu prügeln. Apropos Keule, ich kann mal eine Keule herstellen. Und ich muss natürlich gucken, wo die Blutspuren hingehen, damit ich den auch finde. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube... Gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und wir haben ja noch unsere Bestie, die uns helfen kann. Wenn sie nicht schnell stirbt gegen den Bären. So. Dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier Schönes? Untersuchen. Hungriger Bär. Interessant. Ich glaube, ohne den Jägerblick könnte man, glaube ich, hier diese Mission, glaube ich, gar nicht ausführen. Weil da sucht man sich ja hier einen Wolf in dem Wald. Hier war er auch gewesen. Hier ist schon wieder so ein Bienenstock. Moment, warte mal. Warte mal. Ich will mal was ausprobieren. War das so eine gute Idee? Ich glaube ja, weil Bienen hassen ja quasi Feuer und ich glaube, das hat gut geklappt. Okay, er mag Honig, wie es Bären nun mal so tun. Ich versuche mal das Holz, obwohl Holz war eigentlich auch schon voll, ne, oder? Nee, doch nicht. Okay, die Spuren führen hier lang.
Da könnte man raufklettern. Hier ist nochmal ein Hinweis. Okay. Barbars, zorniger Bär. Was haben wir denn hier? Oh, Schiefer. Ja. Aber, ja, Feuerstein. Ich glaube, da unten müssen wir hin. Cosma Schiefer. Da ist mal ein bisschen Alderholz. Schon einmal hier sind. Aha, Gegenstand bereits voll, ist klar. Wo ist der Bär? Ist das der Bär? Nein, das ist was anderes. Ich halte mich mal da. Was war das denn? Ein Nordgelbblatt. Ich halte mich da mal gewieft raus aus dem Kampf. Was haben wir hier? Grünblatt nehmen. Nehmen wir mal. Alles, was wir hier mitnehmen, was wir finden, nehmen wir einfach mal mit. So. Interessant, interessant. Hier ist wieder Schilf. Alte Schilfmilf. Entschuldigung. So. Ich spüre den Bären auf. Hat der jetzt gerade gesagt? Ich habe das jetzt gerade gar nicht gelesen gehabt. Das ging jetzt so schnell. Müssen wir den Bären jetzt zähmen? Wahrscheinlich, ne? Okay, Südahornholz. Sehr schön. Oder Südahornholz. Hier ist auch wieder eine Blutspur. Bär greift schnell an. Können wir den Bären eigentlich zähmen? Haben wir da eigentlich schon... Oh, guck mal, Fische. Kann ich die... Die leuchten so komisch. Kann man die irgendwie... Fleisch, ah cool. Survival. Ist aber ein netter Angelpunkt hier, muss ich sagen. So, wir müssen da lang. Huch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das da so tief ist. Naja. Gut, ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Jägerpause. Und ja, wie wir den Bären dann fangen und ja, vielleicht sogar zähmen, weiß ich ja nicht. Seht ihr dann in einer weiteren Folge und dann schaltet ihr spannend wieder ein. Macht's gut. Ciao.